Hallo Leute, willkommen zur zweiten Folge des Manipods. Hallo auch von mir und auch nochmal herzlichen Dank für das viele und tolle Feedback, was wir für unsere erste Sendung bekommen haben. Es hat uns sehr gefreut, uns nochmal daran bestärkt, weiterzumachen. Ja, wirklich. Auch von meiner Seite aus nochmal ein riesiges Dankeschön an alle Freundinnen, Genossinnen, die diesen Podcast echt wie wild geteilt haben und uns geschrieben haben. Aufmunternde Nachrichten, sehr, sehr konstruktive Kritik, die unsere Arbeit hier über viele Verteiler gesendet haben. Von meiner Seite aus auch nochmal wirklich ein ganz, ganz liebes Dankeschön raus an euch. Wir haben eine richtig coole zweite Folge für euch am Start. Und zwar richten wir zuerst den Blick auf Hanau. Hanau, etwas mehr als ein Monat ist es jetzt her, seit den schlimmen rassistischen Morden, die dort stattgefunden haben. Und wir sprechen mit Aktivistinnen dort über die Situation jetzt der Solidaritätsarbeit und wie es eigentlich jetzt gerade aussieht in Hanau, weil wir natürlich auch Angst haben, dass es über die Corona-Krise auch aus dem Blickfeld geraten könnte. Deswegen wollen wir da heute drüber reden und nochmal eure Aufmerksamkeit darauf legen. Genau. Und in der zweiten Hälfte gibt es dann diesmal keinen vorgelesenen Text, auch wenn er euch sehr, sehr gut gefallen hat beim letzten Mal, sondern ein Gespräch, das wir geführt haben mit Birena, einer Aktivistin aus Köln, und G, einem Aktivisten aus Barcelona. Wir beginnen aber, wie gesagt, unseren Podcast in Hanau und sprechen mit zwei Aktivistinnen, und zwar mit Nevros Duman und Seda. Viel Spaß. Viel Spaß. Ja, wir haben eingeladen Nevros Duman aus Hanau, um mit ihr darüber zu sprechen, wie jetzt eigentlich auch in Zeiten von Corona, weil das ist eigentlich auch unser heutiges Thema, eigentlich weiter Solidarität vonstatten gehen kann. Nevros, erzähl doch mal, was ist die Situation in Hanau? Du bist ja Teil der Initiative Hanau, 19. Februar. Sag doch mal kurz. Die Situation in Hanau. Willst du mich verarschen? Bevor du Hallo sagst, gehst du sofort in Thematik rein? Wir fragen natürlich Hallo? Erstmal... Hallo? Das nennt man Überfall. Erstmal, wie geht's dir? Du hast gerade sehr viel Stress, oder? Ich habe total viel Stress. Mein Kopf ist am Kochen. Ich würde so gerne mit euch beiden einfach sprechen und kotzen, mich auskotzen und weinen und schreien und auf wen ich gerade alles wütend bin und alles. Ich bin echt nicht mehr in der Lage, irgendwie so normal zu reden. Ich bin froh, wenn ich mal ein paar Minuten Ruhe habe. Nein, es ist total krass viel los und viel zu tun. Also auf allen möglichen Ebenen, ne? Alle machen dicht, alle sind irgendwie nicht mehr erreichbar. Aber es ist nicht so. Es funktioniert einfach im Moment total wenig. Also all die Strukturen, all die Hilfen, die versprochen wurden in Hanau, funktionieren einfach gerade ganz, ganz schlecht oder bis gar nicht mehr eigentlich. Ne? Und wir sind da und wir sind die ganze Zeit bei den Angehörigen, bei den Familien, und wir haben einen Raum zur Verfügung gestellt, wo wir Leute treffen, wo wir täglich Leute treffen. Also ein Punkt, ein Raum, wo Menschen zusammenkommen, also wo sie zusammenkommen können, wo sie reden können, wo sie Anträge, Papierkram oder einfach für ein Gespräch vorbeikommen. Ja, natürlich ist es nicht so, dass wir jetzt große Treffen machen. Und das ist auch selbstverständlich und das sehen auch alle Leute so. Aber wir können nicht in dieser Zeit auf Social Distancing gehen, Entschuldigung. Also die Fabriken, die Orte, wo Leute arbeiten müssen, die Baustellen, alle Leute sind noch am Arbeiten und da kann man nicht an einem Punkt, an einem Ort, wo es eh eine große Krise gab, wo etwas, was für diesen Ort unvorstellbar war, passiert ist, wo Menschen ermordet wurden von Nazis, dann sagen, da fahren wir alles runter und dann gibt's Social Distancing und alle sollen bitte zu Hause bleiben. Geht's noch? Also Menschen sind hier total traumatisiert. Es gibt total viel Wut, es gibt Informationslücke, es wird die Familien werden nicht informiert und haben kaum Unterstützung, psychosoziale Unterstützung, weil alles runtergefahren wurde, weil vieles dicht gemacht hat. Und dann denkt man sich so, okay, tut man jetzt alle beiseite und denkt so, Corona-Krise, alle reden nur noch über die Krise
Und wir kümmern uns, also wir gucken nicht mehr, was in Hanau, nicht mehr hin, was in Hanau passiert ist, sondern diese Krise nimmt total viel Raum. Das ist das Wichtigste, was gerade passiert. Und wenn diese Krise vorbei ist, dann gucken wir wieder nach Hanau und gucken, was die Angehörigen, was die Betroffenen, was die Menschen, die vor Ort sind, machen. Das geht so. Also das ist nicht der Umgang damit. Wir haben hier eine große Krise, eine große Katastrophe erlebt. Dann kommt die Krise noch drauf und dann kann man nicht sagen, irgendwie das spielt die. Das ist das größte Problem und da kümmern wir uns und alles andere muss jetzt mal bitte kurz warten. Menschen können nicht warten. Gefühle, Emotionen, Wut, Trauer kann nicht warten. Genau, du hast gesagt, Corona-Krise bedeutet auch eine Krise für die Solidarität. Erzähl doch trotzdem mal, wie ihr die Solidarität weiterbaut. Ihr macht ja gerade einen Laden, habe ich gehört. Erzähl doch mal ganz kurz, wie da der Stand ist und vielleicht auch, was ihr braucht und was eigentlich die Leute jetzt auch tun müssten oder sollten. Also für uns hier in Hanau ist der Kontakt total wichtig. Also wir versuchen mit wenig Leuten gerade den Kontakt zu halten, da zu sein, zu jedem Zeitpunkt irgendwie für Angehörige erreichbar sein, zu gucken, auf welchen Stellen eben man noch unterstützen kann. Es finden total viele Gespräche statt. Es finden Gespräche statt, wo bestimmte Sachen erledigt werden müssen. Es finden Gespräche statt, wo man sich informiert. Es finden Gespräche statt, was gerade auf juristischer Ebene los ist. Und jetzt auch zum Beispiel, als am Wochenende rauskam, was BKA irgendwie denkt oder in dem Bericht irgendwie geschrieben hat, war natürlich wichtig, irgendwie, dass man da ist und dass man miteinander redet, weil total viel Wut auch da war und dass man darüber redet, so wer macht denn gerade, also wer hat, also wer versucht denn gerade was zu vertuschen oder was versuchen sie denn gerade zu machen aus diesem Fall so, ne? Und da ist der Kontakt total wichtig. Vieles, was vorher irgendwie stattgefunden hat, ist passiert gerade von Beratungsstellen, die mit uns sehr eng zusammenarbeiten, von einer Beratungsstelle besonders oder von der einzigen vielleicht, von der wir wissen, mit denen wir zusammenarbeiten, eher eng arbeiten, findet halt viel gerade telefonisch und online statt, so, ne? Aber für uns, die hier vor Ort sind, ist es einfach überlebenswichtig gerade, dass wir einen Raum haben, dass wir uns sehen, dass wir uns sehen und dass wir, wenn es auch sein muss, dass wir uns auch umarmen. Diese Momente gibt es auch. Man kann nicht sagen, es darf überhaupt keinen Kontakt mehr geben oder man muss jetzt warten, bis diese Krise vorbei ist. Und es gibt diese Initiative und es gibt den Raum und es gibt die Angehörigen, Betroffene, die das wahrnehmen, die sich hier treffen, die und es ist total flexibel. Wer, wann, wie kommt, das ist total flexibel. Es ist nicht nach einem Programm, nach einem Terminkalender, wie man sich trifft oder so. Das können wir nicht machen. Es kann nicht alles gerade in dieser Zeit nach einem Terminkalender alles funktionieren, so, ne? Und die Leute, die nicht hier sind, die außerhalb sind, alle müssen dafür sorgen, dass die Angehörigen, durch die Spendenkampagne zum Beispiel, die für die Angehörigen läuft, ne, bei der Antonio-Amadeus-Stiftung, dass das weiterhin verbreitet wird und unterstützt wird. Und man kann auch natürlich mit einer Spende die Initiative 19. Februar auch mit unterstützen und das weiterhin verbreiten. Und was total wichtig ist, was auch vielen Angehörigen und Menschen hier wichtig ist, dass die Namen, dass die Gesichter der Betroffenen, der Opfer weiterhin verbreitet wird, dass man nicht darauf wartet, bis es einen Anlass dafür gibt oder einen bestimmten Tag dafür gibt oder so, sondern dass diese Namen weiterhin überall verbreitet werden, in allen möglichen Räumen. Und das ist gerade extrem wichtig. Ja. Vielleicht nochmal für unsere ZuhörerInnen zum Verständnis. Also laut verschiedenen Medienberichten jetzt vor ein paar Tagen hat das BKA halt eben einen Abschlussbericht erarbeitet mit dem vorläufigen Fazit, dass der Täter eben kein Angehöriger von rechtsextremen Ideologien war, kein typischer Rechtsextremer. Also ganz klar ins Gesicht der Betroffenen gespuckt. Es macht die Menschen natürlich total fassungslos und wütend, was da passiert ist. Die haben ja heute auch aber wieder zurückgerudert, was diesen Bericht angeht. Aber die Sache ist die, wir sind nicht diejenigen, die gerade in der Position sind, sich irgendwas beweisen zu müssen, ob das ein Nazi war oder nicht. Das war definitiv ein Rechtsextremer, ja? Und sein Tat, was er gemacht hat, ist offensichtlich.
das, was jetzt passieren muss, ist, BKA und alle anderen Behörden müssen zeigen, müssen dafür sorgen, dass all diese Nazi-Strukturen in die ihren Reihen, dass die auffliegen und dass man dagegen was macht. Weil es ist klar, was gerade politisch seit dem Hanau-Anschlag, was passiert ist, alle haben gesagt, zumindest der parlamentarische Arm oder die Kanzlerin, Innenminister und alle sagen so ganz klar Rechtsterrorismus. Und dann kommt eben BKA irgendwie eine Relativierung ein rassistischer Tat ohne rassistischen Hintergrund oder was? Also so, und dann sieht man irgendwie, dass wir, glaube ich, so mit der Forderung Behörden entnazifizieren, gerade zu jetzigen Zeitpunkten, wie sie sich wieder positionieren, wie das BKA irgendwie wie es da veröffentlicht wurde, ne? Dass wir damit irgendwie eigentlich jetzt total viel Druck machen müssen und das auch öffentlich hochhalten müssen. Ne? Wer versucht was wie zu vertuschen und welche Behörden, welche Personen zu schützen? Genau, wir haben ja im NSU-Komplex die Erfahrung gemacht, dass zwar immer wieder auch die richtigen Worte gefunden werden von offizieller Seite, aber wenn dann der Druck nachlässt, der politische, es dann doch wieder gedreht wird und das rausgenommen wird, dass es um rechten Terror geht, dass das dethematisiert wird. Jetzt ist das ja in Hanau passiert genau dasselbe. Es hatten ja auch alle ein bisschen befürchtet, dass mit der Zeit die versuchen, dann wieder doch zu sagen, es war doch nur ein verwirrter Einzeltäter. Das passiert jetzt. Das gesagt wird, ist nur ein Verschwörungstheoretiker. Würdest du auch sagen, dass das was damit zu tun hat, dass jetzt im Schatten sozusagen dieses gesamten Corona-Krise jetzt Hanau ein bisschen aus dem Blickfeld rutscht und dass das eben auch genutzt wird, eigentlich um jetzt mal zu versuchen, zu sagen, nee, es war eigentlich doch gar kein rechter Terror? Siehst du da einen Zusammenhang? Ich meine, so wie die Nachrichten waren, irgendwie in den letzten Tagen, wie versucht wurde, irgendwie das zu relativieren oder irgendwie alles, was im Hintergrund sein kann, alles auszuschließen, die Verbindungen, die Ähnlichkeit, die Parallelen zu NSU oder zu allen anderen Sachen. Ich meine, das was schlimm ist, ist, dass überhaupt keine Zwischenberichte oder Informationen gibt seitens der BKA, also weder an die Angehörigen noch irgendwie in die Öffentlichkeit zu sagen, irgendwie wir sind da und da dran oder also so mal einen Zwischenbericht zu machen. Und natürlich ist es offensichtlich, dass in dieser Zeit, dass es in so einer Zeit von der Krise es irgendwie diese Versuche geben wird, das zu relativieren, wenn das in der Vergessenheit gerät, das irgendwie zu gucken, wie man mit diesem, also wie man das benennen kann, wie man das von dem, was irgendwie politisch sehr deutlich gesagt wurde, rechter Terror, wie soll man das davon irgendwie nochmal entfernen kann und bisschen mehr, ja, wie soll ich sagen, also relativieren kann halt, ne? Und das ist nicht auszuschließen. Und es gab genug Erfahrungen damit, wie die Behörden mit sowas umgegangen sind. Und der NSU ist etwas, was hier die Menschen nicht vergessen haben. Es ist nicht lange her, was da alles passiert ist und was da vertuscht wurde und wer mit wem gearbeitet hat. Und es ist nicht auszuschließen, dass in Hanau noch irgendwie, also dass da irgendwie Parallelen gibt und Ähnlichkeiten. Und es ist natürlich schon irgendwie, es wussten wir, es ist schon zu erwarten, dass die Behörden versuchen würden, das irgendwie wieder so zu machen, wie sie es eben immer gemacht haben. Und uns geht es darum, jetzt zu sagen, so, nee, das lassen wir nicht zu. Wir kennen euch gut, wir wissen, was ihr macht und wir werden es nicht zulassen, dass hier irgendwas vertuscht wird, dass irgendwas relativiert wird. Das ist das, also das, was in Hanau passiert ist, muss beim Namen genannt werden. Das ist Rassismus, das ist rechter Terror und all das, was mit diesem Tat zusammenhängt und mit diesem Typen, es muss alles lückenlos aufgedeckt werden. Die Familien brauchen Informationen, sie müssen informiert werden, was da gerade passiert, was da irgendwie wieder ermittelt wird. Und wir sagen einfach ganz klar, so, wir kennen die gut genug und wir werden nicht zulassen, dass sie hier in Hanau die Tat relativiert wird und dass dafür gesorgt wird, durch ein Relativieren irgendwie, dass das in Vergessenheit gerät. Hey Nevros, vielen, vielen, vielen Dank für deine Arbeit. Wir wünschen dir und den Familien ganz viel Kraft in Zukunft. Du hast es ja schon vorhin erwähnt. Wie können
alle Menschen sich solidarisch zeigen mit euch und eurer Arbeit. Wie kann man denn den Familien über Spenden helfen? Man kann auf der Webseite von der Initiative 19. Februar gucken. Da ist die Spendenkampagne für die Familie auch mit drauf, die Informationen dazu und auch zu der Initiative. Vielen Dank, Herr Ross, für das Gespräch. Wir sind bei euch in Hanau und werden auch in Zukunft hier auch mit Manipod weiter natürlich berichten und mit euch zusammen die Solidarität stärken. Vielen Dank, Nevros. Vielen Dank, Nevros. Inshallah. Dankeschön. Ciao. Ciao, ciao. Gut, wir haben gerade mit Nevros gesprochen, eine Aktivistin von der Initiative 19. Februar. Jetzt haben wir an der Strippe Seda. Seda, möchtest du dich kurz mal selber vorstellen? Ja, hallo. Ich bin die Seda. Ich bin auch Mitglied der Initiative 19. Februar. Und ja, genau. Werde heute auch ein bisschen über Hanau sprechen. Ja, Hanau ist schon das perfekte Stichwort. Lass uns doch damit anfangen. Ich habe einen ziemlich guten, zwei gute Artikel von dir gelesen, und zwar im Freitag. Und da bezeichnest du Hanau als Freakshow. Ja. Hanau war schon immer eine Freakshow. Was genau meinst du damit? Ja, also in Hanau kann man eigentlich wirklich alles von A bis Z sehen. Hanau ist eine sehr temperamentvolle Stadt, eine sehr lebhafte Stadt. Hanau, also wie gesagt, das Freakshow, was meine ich damit? Hallo, ich höre euch nicht mehr. Wir sind noch da, wir hören dir zu. Ach so, okay. Ja. Okay, also Freakshow, ja, was meine ich damit? Also wie gesagt, also jetzt nicht nur was Nationalitäten angeht, sondern auch wirklich jedes Alter, jeder Style, seien es jetzt Punks oder Emos oder alles Mögliche kann man in Hanau sehen und es ist alles so zusammengefärscht auf einen Fleck. Und bis dahin hat man eigentlich noch, also auch wenn sich jetzt nicht alles so utopisch vermischt hat, wie man es natürlich gerne hätte, hat man sich dennoch in Ruhe gelassen. Also es war ein bunter Zirkus, schon immer auf jeden Fall. Und dass es dann eben zu so einem Tatort einer so schrecklichen Tat wird, das hat mich und vor allem auch all meine Hanauer Freunde unfassbar schockiert. Ja. Du hast ja auch geschrieben, den schönen Satz, ich zitiere mal, Hanau gehört den Eltern und den Kindern mit Migrationshintergrund, selbst die Deutschen verhalten sich dort wie wir. Was meinst du damit? also man hatte nie das Gefühl, dass man jetzt aufgrund seines kulturellen Hintergrunds in Hanau jetzt ein bisschen irgendwie diskriminiert wird oder hinten rangestellt wird. Also ich meine, natürlich gibt es ab und zu auch mal den Alltagsrassismus. Also ich bin jetzt vor ungefähr 10 Jahren von Hanau weggezogen. Das hat sich in den letzten Jahren auch durch die AfD bestimmt auch nochmal verschlimmert dort auf jeden Fall. Aber zu der Zeit, als ich dort gewohnt habe und dort jung war, also auch unsere ganzen Freundeskreise. Ich meine, natürlich waren wir alles überwiegend Migrantenkinder, aber wir hatten auch sehr viele deutsche Freunde ohne Hintergrund, die sich eigentlich eher uns angepasst haben. Also die waren sozusagen in Hanau waren die dann diejenigen, die sich eigentlich sehr gut integriert haben, was unsere Kultur angeht. Ja. Du hast ja auch du bist ja in Hanau-Kesselstadt aufgewachsen. Kannst du vielleicht nochmal zu dem Stadtteil was sagen? Ja, also gerade Hanau-Kesselstadt hat ja einen sehr, sehr hohen Migrantenanteil. Und wir sind dort alle auf die Heinrich-Heine-Grundschule gegangen, direkt neben dem Kurt-Schumacher-Platz. Und wir sind alle aufgewachsen auf dem Kurt-Schumacher-Platz. Wir, unsere älteren Geschwister, also es war ja wirklich jeder, der dort gewohnt hat, wir waren ein großer Freundeskreis. Und unsere älteren Geschwister waren dann ein anderer gemeinsamer Freundeskreis. Und ja, also wir haben unsere ganzen Tage und Nachmittage immer auf dem Kurt-Schumacher-Platz verbracht und haben uns Naschtüten gekauft und Cola und irgendwann war es dann Red Bull natürlich. Und dann auch irgendwie die ganzen Nachrichten zu bekommen, dass das alles irgendwie da vor Ort passiert ist,
wo wir aufgewachsen sind und wo wir eigentlich so viele lustige Erinnerungen miteinander geteilt haben. Und als mein Bruder mir dann auch gesagt hat, wo der Täter gewohnt hat und mir das nochmal genauer erklären musste, weil ich mich so genau gar nicht mehr dran erinnern konnte, aber als er mir das dann erklärt, diese Reihenhäuser waren, mit denen wir auch einfach nichts zu tun hatten. So, also es gab da halt einfach immer schon Reihenhäuser, um die wir auch irgendwie Bogen gemacht haben und wir hatten damit nichts zu tun. Keiner von uns hat dort gewohnt. Also das war ein bisschen irgendwie wie so ein, ja, wie so ein blöder Fleck in Hanau-Kesselstadt. Nun gab es vor einigen Wochen halt am 19. Februar diesen massiven Einschnitt in Hanau. Wie hat sich das Leben seitdem verändert? Also für mich und für meine Freunde, mit denen ich sehr viel darüber geredet habe, es hat sich schon unfassbar viel für uns verändert. Also das hat uns dann wirklich nochmal vor Augen geführt. Also egal wie deutsch wir uns fühlen und egal wie deutsch unser Lebensstil ist oder unsere Art und Weise zu leben und egal wie deutsch wir uns verhalten, wir müssen uns Sorgen machen. Also irgendwie wird da trotzdem immer noch ein Unterschied gemacht zwischen uns und Deutschen ohne Hintergrund. Und also obwohl wir alle zum Teil in der zweiten, dritten, manchmal sogar in der vierten Generation schon hier leben und unsere Eltern auch schon wirklich sich fast deutscher verhalten als wir manchmal, ja, hat uns das echt krass nochmal so wachgerüttelt und uns gezeigt, ey, also wenn das sogar in Hanau passieren kann, wo wir uns eigentlich immer sicher gefühlt haben, also dann haben wir auf alle Fälle ziemlich, ziemlich lange ein großes Problem ignoriert, auf jeden Fall. Ja, du hast ja auch vorhin schon erwähnt, also es gab früher auch schon diese Reihenhäuser, wo der Täter gewohnt hat. Und so von mir, mit denen hatten wir nichts zu tun. Und in einem von deinen Texten schreibst du auch sogar, und ich meine, mich nicht zu weit aus dem Fenster zu lehnen, wenn ich behaupte, dass er weit mehr Aufmerksamkeit erlangt hätte, wenn er Deutsche ohne Hintergrund getötet hätte. Das wäre ein Grund gewesen, Karneval abzusagen. Nur mal so. Zitat Ende. Ja. Hat diese Tat jetzt nochmal was hervorgekehrt, was es auch schon so in Hanau immer gab, obwohl fast die Hälfte der Menschen einen Migrationshintergrund hat? Oder ist es völlig aus heiterem Himmel passiert? Also für mich war das schon ein großer Schock auf alle Fälle. Also auch viele unserer Geschwister, mit denen wir auch darüber geredet haben, die meinten halt auch, ja gut, vielleicht waren wir ein bisschen zu jung, um diese ganzen Probleme oder auch um den Rassismus so wahrzunehmen damals. Aber also ich bin vor 10 Jahren weggezogen aus Hanau und war jetzt auch lange nicht hier in der Nähe. Und also ich weiß nicht, wie sich das in den letzten Jahren so entwickelt hat. Aber ich habe eigentlich, also ich meine natürlich jetzt auch durch die ganzen Probleme mit der AfD und alles, kann ich mir sehr gut vorstellen, also das merke ich auch schon hier in Offenbach und auch in Frankfurt, dass der Alltagsrassismus hier wirklich echt schon krass geworden ist. Mhm. Und ja, aber ob das, also wie gesagt, also ich und meine Freunde, wir haben das damals eigentlich überhaupt nicht so wahrgenommen, dass das in Hanau überhaupt ein Problem ist. Also Hanau hat viele Probleme auf alle Fälle, aber Rassismus war jetzt nicht irgendwie unter den Top 3. Und ja, also ich habe auch eigentlich von vielen Leuten gehört und habe auch kurz vor Hanau noch mit meinem Bruder darüber geredet, dass er meinte, er möchte gerne zurück nach Kesselstadt ziehen. Und hat es total ruhig da geworden und er vermisst es total und möchte auch gerne, dass seine Tochter dort aufwächst. Und ja, das überlegt er sich gerade halt natürlich nochmal, ne? Sinngemäß schreibst du auch irgendwie sowas wie, Multikulti ist zu einem kulinarischen Trend geworden, ein Multikulti ohne Menschen. Was genau meinst du damit? Ja, damit meine ich das Phänomen, das auch gerade so im Zuge unter oder was gerade so im Zuge mit diesem ganzen Veganismus und alles bitte schön gesund und ohne das, was es wirklich lecker macht, gerade bei uns passiert. Ja, also die orientalische Küche hat halt viele gesunde, vegane Sachen und ich merke halt, dass viele Deutsche und viele Weiße sich gerne unsere leckeren Sachen gerne zu eigen machen, dafür aber keine Lust haben, mit den Leuten in Kontakt zu treten, die sie hierher gebracht haben. Und als ich den Text geschrieben habe, also da
habe ich auch geschrieben, dass ich mich von der Arbeit habe krankschreiben lassen, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe mit meinen Kollegen. Und das waren eben genau solche Leute. Ja, also die gehen dann halt irgendwie jeden Tag zusammen Hummus und Falafel essen und klopfen sich dabei auf die Schulter, wie Multikulti sie sind. Aber mir stellen sie dann Fragen wie, warum ich kein Kopftuch tragen muss. Und ja, also wie viele Geschwister ich habe, ob ich einen Freund haben darf. Und also das, ich finde einfach, es geht nicht. Ich finde es halt einfach irgendwie ein bisschen unverschämt so, ja. Und wenn halt die ganzen Leute jetzt auch ihre Kinder in Neukölln in die Multikulti-Kita schicken, aber dann laufen sie an der Straße an mir vorbei und die Mutter sagt zur Tochter, ja, hat der Ali hier aber falsch geparkt, ja, nur weil da ein falsch parkender schwarzer BMW steht. Also das sind halt, das ist halt einfach so eine Doppelmoral, die mir einfach immer mehr auffällt und regt mich halt ein bisschen auf. Oh. Aber würdest du sagen, das ist eine neue Entwicklung? Also ich meine, ich fand's, also ich habe ja auch viel zum NSU-Komplex gearbeitet und viel dort mit Angehörigen der Mordopfer auch zusammengearbeitet und Solidarität gebaut. Und ich fand's doch nochmal jetzt bezeichnend anders nach Hanau, dass viele der Angehörigen der Eltern der Opfer eben sehr betont gesagt haben, wer hier ermordet wurde, das waren Hanauer und Hanauerinnen, junge Menschen aus Hanau. Die haben nicht gesagt, hier sind Migranten umgebracht worden, sondern gesagt, hier sind Hanauerinnen umgebracht. Und natürlich ist Sinn dieses rassistischen Mordes, aus den jungen Hanauern und Hanauerinnen wieder Fremde zu machen. Und würdest du sagen, dass das auch jetzt eine neuere Entwicklung ist? Vielleicht seit 2016 könnte man ja sagen, wir sind zu einer neuen Konjunktur des Rassismus, dem Aufstieg auch von rechten Parteien, dass das jetzt wieder sozusagen, dass man wieder fremder ist als vielleicht noch vor 10 Jahren oder so? Ja, auf jeden Fall. Ja, also ich nehme das auch persönlich sehr viel stärker wahr. Das hatte ich früher in meiner Jugend oder auch so zu Schulzeiten nicht, aber so in den letzten Jahren, auch gerade so seit 2015, 2016 und vor allem auch seit ich wieder hier zurück in Offenbach bin seit einem Jahr, muss ich sagen, fällt mir das wirklich unfassbar krass auf, dass ich mich auch einfach mehr als fremd wahrgenommen fühle als sonst. Also mir werden einfach viel mehr Fragen gestellt, die mir irgendwie implizieren sollen, dass ich keine Deutsche bin. Ich kriege in den S-Bahnen und in den U-Bahnen viel mehr Alltagsrassismus mit als vorher. Was ich sonst so, ich meine in der S-Bahn von Hanau nach Offenbach, ja, also da gibt's eigentlich keinen Rassismus. Ja, es ist die eine Stadt mit der größten Migranten-Einwandererdichte. In die Stadt mit der zweitgrößten Einwandererdichte in Deutschland. Aber ja, ich muss halt sagen, dass ich das wirklich schon sehr, sehr, sehr viel häufiger mitkriege in letzter Zeit, als es vielleicht vor 5, 6 Jahren noch war. Hm. Du hast Gewürze angesprochen vorhin ganz kurz, als du über die deutsche Küche gesprochen hast. Ja. Und wer bringt Gewürze mit, wenn nicht die Migration? Also bei Gewürzen merkt man es, wir machen die Verhältnisse hier nämlich erträglich, weil wir sprechen ja auch aus einer Position der Stärke heraus. Also wir gestalten Städte wie Hanau, Frankfurt. Die Gesellschaft der vielen lebt halt eben überall. Und es sind die Nazis mit ihren Ideologien, die das nicht wahrhaben wollen. Ideologien der nationalen Reinheit und so weiter. Aber was müssen wir jetzt deiner Meinung nach tun, um uns und um die Gesellschaft der vielen weiter zu verteidigen, zu stärken, auszubauen? Ja, also zuallererst zusammenhalten natürlich, auf jeden Fall. Aber ja, also ich finde, wie auch in meinem ersten Artikel beschrieben, ja, man sollte sich einfach mehr vermischen. Also für meine Freunde, die mit uns aufgewachsen sind, oder eigentlich für jeden Hanauer oder Offenbacher oder hier aus dem Rhein-Main-Gebiet, ist Migration eigentlich was total Natürliches und was total Normales. Und wir sind alle gemeinsam aufgewachsen und das wird überhaupt nicht in Frage gestellt. Wenn ich dann aber irgendwie Leute treffe, bei denen ich sofort merke, die haben irgendwie ein Problem damit, dann weiß ich auch ganz genau, wie und wo die aufgewachsen sind. Und also ich finde, es muss halt einfach irgendwie von Anfang an, sei es jetzt irgendwie in der Kita oder halt auch einfach durch unsere Wohnorte und unsere Wohnverhältnisse, dass halt auch einfach diese Ghettoisierung abgeschafft wird und dass wir halt vielleicht auch mal die Chance bekommen, auch irgendwie in einer schönen Altbauwohnung irgendwo zu wohnen. Also auch dieser ganze strukturelle Rassismus,
der da auch natürlich bei der Wohnungssuche schon anfängt. Mhm. Ja, also ich finde, man braucht halt einfach, man muss halt miteinander aufwachsen, weil das, was schon immer da war und das, was man schon von klein auf kennt, das kann einem nicht fremd sein. Wie können wir es hinkriegen, dass die Namen der Betroffenen nicht vergessen werden? Ja, also da wurden ja auch schon einige Forderungen gestellt. Also von der Stadt Hanau wird ja jetzt auch ein Denkmal, wird jetzt von einem Bildhauer gemacht und in einen Hanauer Stadtpark gestellt. Und es ist auch einfach wichtig, ich meine, wir leben in im Zeitalter der sozialen Medien, dass das auch da immer wieder in Erinnerung gerufen wird, wer die Opfer waren und was da passiert ist. Und ja, was mich halt auch sehr traurig macht, ist, dass wir hier auch in Offenbach zum Beispiel und auch in Hanau und in Frankfurt sehr viele Sticker und Plakate aufgehängt haben mit den Namen. Und jetzt bin ich letztens an einer Stelle vorbeigelaufen, die wir auch beklebt haben, und da waren die Namen abgerissen. Es ist halt natürlich, ja, macht einen traurig. Aber ja, da muss man dann halt einfach immer wieder von vorne anfangen, ja, und darf da auch einfach nicht aufgeben. Genau, wir hatten ja eben auch mit Nevros eben auch schon telefoniert. Auch dort war natürlich eine der wichtigsten Forderungen, und das war ja auch direkt die Forderung, einen Tag schon nach diesem schrecklichen Morden die Namen nicht zu vergessen, die Namen zu sagen. Und wir sagen sie auch hier von dem Manipod natürlich nochmal: Hamza, Said, Nessa, Gökhan, Mercedes, Ferhat, Fatih, Willi Viruel, Kaloyan und Sedat. Wir erinnern an die Namen und wir nehmen nochmal von dir mit, dass du auf Vermischung setzt, auf Kanakisierung der Gesellschaft, dass das weitergeht und wir uns das nicht nehmen lassen. Dann bedanken wir uns ganz herzlich an dieser Stelle bei dir für dieses Gespräch und wünschen ganz viel Power bei euren Kämpfen. Ja, danke schön. Danke. Danke, Sedat. Danke, Vincent. Danke, Massimo. Ciao. Ciao. An dieser Stelle bedanken wir uns bei euch ZuhörerInnen vom Manipod. Wie schon angekündigt, haben wir für die zweite Hälfte noch eine Überraschung parat. Und zwar leiten wir jetzt ganz elegant über zu einem Gespräch. Massimo, mit wem haben wir gesprochen? Wir haben gesprochen mit Berena aus Köln, einer Aktivistin dort, und mit G aus Barcelona. Yes. Wir wünschen euch ganz viel Spaß mit dem wirklich spannenden Gespräch, was wir mit denen geführt haben. Es lohnt sich, wieder dabei zu bleiben. Hört es euch an. Viel Spaß mit dem Gespräch. So, was wir jetzt aufnehmen, ist ja der zweite Teil der zweiten Folge des Manipods. Und was wir vorhaben, ist einfach ein Gespräch mit coolen Leuten, wie wir es in unserem Teaser schon angekündigt haben. Ich würde sagen, wir machen einfach mal eine Vorstellungsrunde. Also, ich bin Vincent. Dann gibt es hinter dem Podcast auch noch stehend Massimo. Hallo. Und fangen wir vielleicht mit dir, Berena, an. Wer bist du? Hi, ja, ich bin Berena. Ich wohne in Köln und bin Antiraktivistin, aktiv in der interventionistischen Linken und habe Bock auf das Gespräch. Und Jinjo, zu dir. Stell dich doch auch kurz vor. Hallo. Hey. Hi, genau, ich bin G und ich wohne zwischen Leipzig und Barcelona. Gerade bin ich in Barcelona und ich mache verschiedene Arten von Aktivismus und bin kein Experte in irgendwas, aber genau, hab auch auf jeden Fall Lust auf das Gespräch und zu hören, was euch so beschäftigt. So. Und damit lass uns doch beginnen. Mir ist vorhin eingefallen, wisst ihr, was ich schon auswendig drauf habe? Folgenden Satz: Ich darf das, ich bewege mich an der freien Luft im Sinne des Paragraphen 14 Abschnitt 3i der Verordnung vom 22.03.2020. Zwar kann ich das auch so. Angst hatte auf einmal, ich meine, Racial Profiling ist in Berlin ja eh schon Ding, und ich hatte einfach dann die Besorgnis, dass jetzt mit den neuen Verordnungen ich auf die Straße gehe und einfach nur noch kontrolliert werde. Massimo, du hast ja auch Sachen noch vorbereitet und Texte gelesen und zusammengestellt und hast so ein paar Themenimpulse. Willst du davon vielleicht mal einen loslassen? Ja, genau. Ich meine, wenn man jetzt mal anguckt, wir haben vor 2 Wochen zum ersten Mal darüber geredet und jetzt ist die Situation so dermaßen eine andere 2 Wochen später, und zwar extrem schlechter, aber trotzdem gibt es einen großen Unterschied zu der Situation vor ein paar Tagen, nämlich dass es mittlerweile wirklich einen Haufen ganz coole Texte, Statements, alle möglichen solidarischen Projekte gibt. Jetzt reden viele Leute über Corona und Rassismus und wirklich viele kluge Gedanken schwirren umher.
Und so ein bisschen haben wir uns ja auch die Aufgabe gestellt, vieles von diesen oder ein paar von diesen klugen Gedanken jetzt hier auch nochmal heute zur Sprache kommen zu lassen. Ja, Berena, fangen wir vielleicht mal mit dir an. Wie ist die Situation in Köln? Ich bin gerade in Mülheim und gucke mal aus dem Fenster. Alle Autos stehen, wenig Menschen. Es ist super schönes Wetter. Und ich habe sowohl wahrgenommen, dass die Leute auf einmal nicht mehr so ganz klinisch wie so zwei Magnete mit derselben Polarisierung aneinander sich abstoßen, sich bewegen. Also ich habe das Gefühl, es ist schon auch eine Müdigkeit im Alltag da, jetzt so penibel auf diese Dinge zu achten. Und es ist spannend, natürlich am Wochenende am Rhein sehe ich ganz viele Pärchen-Kleinfamilien, die das total gut einhalten. Unter der Woche in Kalk sehe ich ein komplett anderes Verhalten, anderes Klientel, wo halt sonst die migrantischen Kids mit ihrer Boombox hängen zu acht und jetzt halt sozusagen komplett neue Formen des Soziallebens und des Aneignen oder auch nicht Aneignen des öffentlichen Raums stattfindet. Genau, und das, also der Alltag ist komisch und fühlt sich auch jeden Tag neu komisch an. Ja, vielleicht erstmal so als Eindruck, wie ich das bisher für mich sortiere. Berlin ist ja auch immer wieder in den Medien als so Paradebeispiel des Schlechten, weil die soziale Kontrolle hier nicht so funktioniert. Wie siehst du das in Köln? Also ich habe heute gesehen, dass es schon ungefähr 1000 Verstöße gab gegen die Anordnung. Und ich glaube, das, was ich vorhin beschrieben habe, ist beschreibt auch eben diese Mehrschichtigkeit. Also es ist sowohl an einem sonnigen Tag, wenn Menschen sich dann eben in dem Konstrukt, was ja auch geduldet ist, also die Kern- und Keimfamilie, die ja okay ist als sozialer Bezugsrahmen, sich draußen bewegen und dann natürlich schön ihre Regeln einhalten können, weil das irgendwie funktioniert und einfach Sonntag machen, weil es ist ja schönes Wetter, ist halt irgendwie was anderes als die Leute, die irgendwie Montag die ganze Zeit draußen unterwegs sind, weil sie nicht Homeoffice machen und abgefuckt ihre Wege gehen wollen und das Letzte, woran sie dann vielleicht noch denken, an der Ampel noch ein Stück zurückzugehen. Also ich habe so das Gefühl, es ist, je nachdem wann ich wo bin, knall ich auf verschiedene Realitäten, wo dann auch ein anderer Umgang mit den Regeln ist. Aber ich, was ich jetzt noch nicht so mitbekommen habe, oder was mich wundert, ist, wo zum Beispiel verstärkt kontrolliert wird. Also ich hätte eher gedacht tatsächlich, dass an Orten in Köln wie, keine Ahnung, der Wiener Platz in Mülheim oder verschiedene Stellen in Kalk, also Settings, wo viele MigrantInnen, aber auch, keine Ahnung, süchtige Wohnungslose und so weiter hängen, voll dolle kontrolliert und auseinandergenommen werden. Und das habe ich jetzt so noch nicht mitbekommen. Stattdessen flitzen die wohl ganz viel durch die Südstadt, was so ein bisschen gut getucht ist. Also ich kriege es noch nicht so zusammengepuzzelt. Genau, ich meine, es ist ja interessant. Wir reden jetzt schon wieder darüber, wie eigentlich wir uns und die Leute auf der Straße verhalten. Darüber reden ja eigentlich alle. Das hatten wir ja auch letztes Mal schon kritisiert. Und ihr kritisiert das ja auch, wenn ich es richtig verstanden habe, dass es so eine Verschiebung gibt eigentlich jetzt der Verantwortung, dass diese Krankheit jetzt nicht so stark ausbricht, eigentlich in das Verhalten der Einzelnen. Da gibt es ja auch einige Leute, die jetzt darüber nochmal ein paar Gedanken verschwendet haben. So nach dem Motto im Neoliberalismus, irgendwie ist immer der Einzelne an allem selber schuld, ob man jetzt fit, gesund ist oder krank wird. Und das ist im Grunde eine Vereinzelung und auch eben auch eine Entsolidarisierung bedeutet in dieser Abschottung und dass darin sich eben so autoritäre Zivilcourage, wie das hier unser Genosse Fahim Amir aus Wien nennt, autoritäre Zivilcourage von unten, sich darin eigentlich zeitigt, dass man sich jetzt gegenseitig kontrolliert. Und im Grunde genommen fällt ja bei diesem Reden was ganz anderes aus dem Sichtfeld, nämlich was eigentlich das Menschengemachte ist an dem Sterben an Corona. Und vielleicht sollten wir da heute auch nochmal drüber sprechen. Also da einhakend finde ich sozusagen das Spannende, wie sozusagen, also wir haben jetzt gesehen, was bei Orban los ist in Ungarn. Dekrete sind jetzt möglich, er kann jetzt ohne irgendeine demokratische Rücklage sozusagen durchgreifen, wie sich das im Alltag auch verfestigt. Also ich habe das jetzt schon so Turbo-Albanisierung genannt. Die Leute gucken aus dem Fenster und machen den Zeigefinger hoch, weil irgendwie der Hund auf dem Vorgarten pisst.
Und so fühlt sich irgendwie auch der Alltag an. Und was da, finde ich, komplett verloren geht, ist der Raum für das eigene Abwägen. Also so ein für mich zu entscheiden, mit wem will ich wie Zeit verbringen. Da ist dann halt mein Haushalt gestattet und meine Kernfamilie. Aber was ist, wenn mir was komplett anderes viel wichtiger ist? Keine Ahnung. Den Raum habe ich überhaupt nicht. Und das finde ich ganz fürchterlich. Also so zu beobachten, wie sich sozusagen diese autoritären Tendenzen bis in das eigene einschreiben. Und gleichzeitig aber auch, wie alles andere dann damit automatisch in den privaten Raum gedrängt wird. Also würde ich gerade zu viel parken, darf ich das ja gar nicht draußen, sondern Menschen finden Wege, das eben in dieses Private, Zurückgezogene zu verlegen und um da dann heimlich die Regelbrüche zu begehen, was ich auch total gefährlich finde. Okay, virologische Turbo-Almanisierung. So deine Begrifflichkeit, habe ich es richtig verstanden? Ja, genau. Ich habe das in einem Gespräch letztens während den Anfängen der virologischen Turbo-Almanisierung genannt. Ja, ich habe das so genannt, weil ich, und darüber habt ihr letzte Woche schon gesprochen, also die Logiken, die virologischen Logiken oder von Krankheit, so Barrieren innen, außen, das Saubere, das Dreckige, total verfestigt finde oder sich verfestigend finde, diskursiv. Wie also die Barrieren hochziehen, Grenzen, also die Grenzen werden dicht gemacht, warum auch immer, mit welcher Begründung auch immer, also selbst virologisch sozusagen ist es sehr fragwürdig. Und all das, finde ich, wird dann auch noch in so einem deutschen obrigkeitshörigen Modus vervielfältigt und beschleunigt. Sodass es ein Unterwerfen gibt, wo ich denke, wo ist da Raum für Abweichen, wo ist Raum für die Menschen, für die einfach Sachen nicht normmäßig verlaufen, die ganz andere Bedürfnisse haben, und warum wird das sozusagen zur eigenen Aufgabe, Polizei für alle anderen zu spielen. Und diese Aspekte von beneiden oder auch wollen, weil das ist es ja, mich juckt es ja, dass andere das machen, weil ich vielleicht gerade auch lieber in der Gruppe abhängen oder mit meinen ganzen anderen Leuten schlafen oder sonst irgendwas tun wollen würde. Und dass diese eigene Restriktion dann mit so einem Gräuel an anderen abzuarbeiten, finde ich total, das entsolidarisiert uns total und das treibt uns noch stärker in die Vereinzelung, die uns schon aufoktroyiert worden ist. So. Ja. G, bevor wir zu dir kommen, habe ich aber noch mal eine Rückfrage, und zwar an euch beide. Also wir haben das ja auch in dem ersten Podcast schon so ein bisschen eher nebenbei angeprangert, das, was jetzt irgendwie als autoritäre Zivilcourage geframed wurde oder virologische Turbo-Almanisierung, bessere Begriffskombination, ganz klar. Aber dennoch, also auch AktivistInnen tatsächlich, organisierte Menschen aus dem Care-Sektor sagen, wir müssen aufeinander aufpassen und alle, die können, sollten besser zu Hause bleiben. Und würde ich euch echt nochmal bitten, irgendwie so ein bisschen zu differenzieren. Massimo, fang doch einfach an. Ja, ich meine, genau, wir warten ja gerade alle, wir sind passiv gemacht und wir warten eigentlich auf die uns prophezeiten Toten, auf das große Sterben. Und gleichzeitig wissen wir aber, dass sozusagen die gegenwärtig propagierten Überlebensstrategien eben auch strukturiert sind, rassistisch und klassistisch strukturiert sind. Das heißt, wir werden vielleicht alle gleichermaßen infiziert sein können, aber wir haben eben nicht die gleiche Möglichkeit, die Krankheit und ihre sozialen Folgen gut zu überstehen. Genau, ich denke, dass wir auch nochmal auf zwei Aspekte schauen müssen. Das eine ist, dass jetzt wir gerade erleben eine Aufteilung darin, wer unbedingt leben muss und wer auch jetzt sterben gelassen wird. Dass das aber eben nichts Neues ist, weil diese Mechanismen, nach denen das funktioniert, schon sehr, sehr alt sind. Das sehen wir seit Jahren in Griechenland, wo eben das Gesundheitssystem kaputt gespart wurde und eben auch die Leute sterben, weil eben kein Krankenwagen mehr kommt, weil es eben sie sich nicht mehr leisten können. Also, und das passiert gerade nochmal sehr massiv, diese Aufteilung, wer muss eigentlich unbedingt leben und wer wird jetzt wirklich massenhaft sterben gelassen, und zwar genau wegen den Schutzmaßnahmen vor Corona, werden jetzt Leute sterben gelassen in riesigen Anzahlen. Und das muss man, wenn wir über Solidarität reden, natürlich mitbedenken, dass Solidarität bedeutet, kollektive Lösungen zu finden, weltweit für die am schwersten Betroffenen und Gefährdeten. Das ist eben nicht nur eine gesundheitliche Sache. Und der zweite Aspekt,
den ich nochmal total wichtig finde, ist der, der auch nochmal auf dem Debattenblock der Interventionistischen Linken, von der Interventionistischen Linken, von der Autorin Karin genannt wurde, nämlich die Frage, dass, oder das Statement, dass Leben mehr ist als nur Überleben und dass es eben auch eine Qualität hat und dass es auch ein politisches Leben gibt neben dem biologischen Leben und wir uns eben auch fragen müssen, welche langfristigen kulturellen, wie sie nennt, Entleerungen unserer Gesellschaft wir eigentlich in Kauf nehmen sollen, welche Formen der Verrohung. Und dass sie eben auch nochmal sagt, dass ihres Erachtens nach eine Linkposition darin bestehen muss, die Reduktion unserer Interessen, also die Reduktion des Lebens auf die Frage des reinen Überlebens zurückzuweisen. Dass es um die Frage gehen muss, was für ein Leben wollen wir eigentlich? Also sind aber zwei verschiedene Aspekte. Mhm. Und ich finde, wir müssen über beide reden. Das eine ist ein biopolitischer Aspekt und das andere ist ein politischer. Was heißt eigentlich Überleben, wenn es Elend bedeutet und für Millionen von Menschen? Und mal ganz nebenbei bemerkt, bedeutet es auch, dass das Bewusstsein der deutschen Linken mal nicht in Nordafrika aufhören muss, sondern sich auch darüber hinaus entwickeln soll. Das müssen wir jetzt nicht mit reinnehmen, aber es ist echt ein sehr ärgerliches Phänomen in letzter Zeit. Wer gewinnt gerade gegen Corona? Senegal. Just saying. Warum wissen wir es nicht? Thanks, Hegel. Ist doch wahr, ey. Dieser Virus ist ein internationales Phänomen. Ihn gibt es überall, die ganze Welt liegt lahm. Und trotzdem setzt die Politik einen falschen Rahmen an, nämlich den nationalen. Und im falschen Rahmen, das wissen wir, können wir keine richtige Politik machen. Also für eine Linke, die irgendwie, was weiß ich, das gute Leben für alle fordert, muss jetzt eben die Migration in den Fokus rücken. Ja, die Leute sterben, weil es zu wenig Krankenhausbetten gibt, zu wenig Personal, zu wenig Geräte, zu wenig Forschung. Die Leute sterben wie jetzt in Bangladesch, weil sie eben schlecht bezahlt werden und überhaupt keine Absicherung haben. In Bosnien sind 10.000 Menschen ohne Essen aufgelaufen. Da wird noch nicht mal mehr drüber berichtet, weil eben auch die Journalisten und Journalistinnen jetzt abgereist sind wegen Corona. Das heißt, es gibt eine riesengroße weiße Flecken, über die niemand mehr redet. Und da wird ganz konkret gestorben. Und dieses Sterben ist eben unsichtbar. Das heißt, es gibt ein bestimmtes Sterben, über das wird jetzt geredet, das, was kommt, was uns betrifft, unsere Körper, unsere europäischen Körper. Und es gibt ein Sterben, was jetzt unsichtbar wird, wegen den Maßnahmen gegen Corona. Und wir sind eben der Meinung, dass wir uns dagegen wehren müssen. Er hat wir gesagt, Berena. Die Frage ging ja auch an dich. Ja. Ja. Erstmal vorweg, ich finde es wichtig, aufeinander Acht zu geben und diese Maßnahmen einzuhalten. Ich sehe niemandem an, ob die Person Asthma oder eine Vorerkrankung hat. Es geht nicht nur darum, Bogen um alte Leute zu machen. Und entsprechend tue ich meinen Teil, um diese Ansteckungskette zu unterbrechen, weil es einfach wichtig geht um Einzelne und um einzelne Menschen geht. Aber was ich falsch finde, ist die Logik, und das hat Massimo auch schon kritisiert, es geht nicht darum, und das finden sie auch so großartig in der Ansprache von Angela Merkel, die erste, die sie zu Corona gemacht hat, es käme auf jeden Einzelnen an und danke, danke. Also es ist halt nicht so, dass ich jetzt ausbaden muss, dass irgendwie in neoliberalen Logiken Gesundheitssysteme komplett ausgehöhlt worden sind und gerade auch keinerlei Schritte dorthin gegangen werden, das anders zu lösen. Hm. Was gerade an Politik gemacht wird, bringt keine nachhaltigen Lösungen. Und das ist der Standpunkt, aus dem ich sozusagen Kritik äußere. Dann finde ich es wichtig, wachsam zu sein, was gerade eben politisch möglich ist. Also, und das hattet ihr auch schon, wenn Seehofer sagt, nett, dass wir ein Gesetz haben, um die Grenze hochzuziehen, im Zweifel geht das aber auch ohne, dann ist das bedrohlich. Und auch, das hat Massimo auch gesagt, eine frequente Solidarität macht keinen Unterschied zwischen innen und außen. Also wenn wir solidarisch sein wollen, dann ist ja auch die Frage, mit wem noch alles. Und also beziehungsweise darf es eben nicht die Frage sein, mit wem noch alles, sondern es muss klar sein, dass wir uns auf alle beziehen. Und das muss genauso dann Menschen inkludieren, die häusliche Gewalt zu Hause erleiden, genauso wie die Kids in Korea. Und Leute sterben immer. Auf einmal geht es irgendwie ums Sterben und alle passen irgendwie aufeinander auf. Sonst sterben auch Leute an, und zwar unter den Verhältnissen. Darüber wird auch nicht gesprochen. Es wird massenweise im Mittelmeer verreckt. Hm. Und da kommt jetzt auch nicht jede Person zu Hause auf die Idee, irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen. Und ich glaube, das ist mir wichtig, dass die Maßnahmen erstmal ja gut und okay sind, aber die Logik darunter, dass ich jetzt sozusagen als Individuum Held der Nation werde oder Heldin, weil ich mich auf eine bestimmte Art und Weise verhalte, ist meines Erachtens falsch. Und was ich mir wünsche, sind Orte und Räume, wo wir kollektiv nach Lösungen suchen, wo wir miteinander abwägen und gucken, was ist eigentlich gerade die nötige Lohnarbeit,
wie gehen wir mit Geldern um, wer soll Zugang auf was haben, wie organisieren wir uns, und stattdessen gucke ich zu, wie du uns sagst, Kunst und Kultur werden abgebaut, die Räume sind nicht verfügbar, Orte der physischen Zusammenkunft sind nicht verfügbar und wir wissen nicht, wie es danach aussehen wird. Ziehen wir die Räume zurück, wie werden wir uns dann finanzieren und so weiter. Und das finde ich schon, also das ist, glaube ich, der Hintergrund, auf dem ich die autoritären Politiken kritisiere und nicht, weil ich zu Hause bleiben soll. Also ich gehöre zu der Kategorie Homeoffice und PlayStation und beschwere mich natürlich nicht darüber. Kategorie Homeoffice und PlayStation, ja, alles klar. Okay, geil. Okay, autoritäre Zivilcourage scheint hier angesagt zu sein, zumindest unter anderem. Ich habe sie in meinem Alltag so jetzt nicht, aber weil ich auch einfach nur zu Hause bin und mit meinen FreundInnen rumhänge. Und virologische Turbo-Almanisierung. Aber gehen wir mal von Almania weg, und zwar nach Barcelona, Cinch. Und komm zu dir. Du bist nicht in Deutschland, sondern eben in Barcelona. Wie ist die Situation da vor Ort? Die Situation verändert sich sehr schnell, wie ungefähr überall. Es gibt hier auf jeden Fall auch sehr massiv den Kollateraleffekt vom Virus, nämlich das Polizeivirus, also dass Menschen den inneren Bullen aktivieren und soziale Kontrolle massiv aufeinander ausüben. Was für mich ein Anzeichen dafür ist, dass der Diskurs der Angst, der Hallo, hallo? Okay, ich glaube, G ist gerade rausgeflogen. Berena, bist du noch drin? Ich bin noch voll am Start. Okay, na dann warten wir einfach mal. Hallo, ich bin wieder da. Mich hat's rausgeflogen. Ich weiß auch nicht, warum. Kein Stress. Also du hast gerade vom inneren Bullen gesprochen und dem Polizeivirus. Genau, und das ist auf jeden Fall ein massives Problem. Also ich finde es auch bezeichnend, wie die Straßenbilder aussehen. Also hier ist eine massive Polizeipräsenz auf den Straßen. Es gibt Formulare, die zwar freiwillig mitzuführen sind, aber wenn man sie nicht mitführt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man Strafen bekommt, sehr hoch. Die Strafen gehen bis zu 12.000 Euro. Bis zu 12.000 Euro? Die Polizei hat alle möglichen, ja, bis zu 12.000 Euro. Polizei hat unglaublich viele Befugnisse. Es gibt Fälle, wo also die Menschen werden kontrolliert, ob sie aus lebensnotwendigen Gründen aus dem Haus gehen, weil das sind die einzig Erlaubten. Und es geht aber so weit, dass befreundete Personen, die vom Einkaufen kamen, die Kassenzettel vorweisen mussten und die Polizei darüber entschieden hat, ob die Zeit, die dort angegeben ist, von wann der Einkauf getätigt wurde, im Rahmen des Ermessens liegt, bis man wieder zu Hause ist. Was natürlich Probleme mit sich bringt, von was ist mit Menschen, die nicht gemeldet sind, was ist mit Menschen, die in einem anderen Stadtteil gemeldet sind, weil sie nicht regulär einen Mietvertrag an dem Ort haben, wo sie effektiv leben. Und der Diskurs der Angst ist extrem wirkungsvoll. So ein bisschen Psychopolitik-Regulierung, also dass die sozialen Medien als eine Überwachungsinstanz dienen, als ein Abreagieren von all den Gefühlen der Angst und der Beklemmung, die angestaut werden. Genau, und hier ist auf jeden Fall sehr spürbar eben die Maßnahmen, wie sie ergriffen werden, die Nationalisierung, die Autokratisierung, die Individualisierung und die Kapitalisierung. Und oh nein, er hat sich gerade so schön in Rage geredet. Ja, voll. Ah, Leute. Ah, G. Hallo, ich bin wieder da. Ich weiß nicht, was los ist. Technische Probleme, Leute. Kein Problem. Du hast dich gerade so schön in Rage geredet. Ja. Das kann ich nicht gerade so falsch. Genau, ich wollte eigentlich nur anmerken, dass ich glaube, wir sollten sehr viel Aufmerksamkeit schenken, was der staatliche offizielle Diskurs ist und was in der Tat nebenher passiert. Weil wenn gesagt wird, dass Produktion nur auf das Nötigste reduziert wird, dann wird vergessen, dass zum Beispiel in Italien, in Mantova, Luxusgüter produziert wurden, bis die Arbeiterinnen in Streik getreten sind. Dass in Italien auch in Italien die Zirkulation von allen möglichen Waren nach wie vor erlaubt ist. Also so dieser ganze offizielle staatliche Diskurs ist eine Sache, und ich gehe auf jeden Fall damit einher, dass wir aufmerksam sein müssen, weil im Zusammenhang mit dem Virus gibt es
sehr viel diskriminierende Diskurse gegen Menschen in einem höheren Alter, aber auch gegen Menschen mit funktionaler Diversität. Aber dass die Maßnahme von zu Hause bleiben und dieses Stay the fuck home Hashtag oder was auch immer, ich stelle mir die Frage, was ist mit den Menschen, auf die das nicht zugeschnitten ist, weil es ist auf eine ganz bestimmte Art und also auf ganz bestimmte Menschen zugeschnitten und es gibt Menschen, die außerhalb aus dem Raster rausfallen. Mhm. Und es macht es natürlich super schwierig, die Polizeipräsenz, weil es gibt hier sehr viele solidarische Strukturen, sowohl aus dem antirassistischen Spektrum als auch aus dem klassisch-anarchistischen und dem transfeministischen. Aber genau, ich verhasse mich. Genau, ich glaube, der Diskurs der Angst, der macht viel mit uns und der macht viel mit einer sozialen Gesamtkonstitution. Hm. Und genau, ich glaube, wir sehen einfach in diesen Viruszeiten das, was sowieso da ist. Die Tatsache, dass Klasse, Race und auch Gender massive Faktoren sind, die eine Gesellschaft halt eben nicht solidarisch miteinander sein lassen. Und auch was klar ist, dass der Staat nicht alle Antworten geben kann. Mhm. Auch wenn gerade gesagt wird, dass wir alle die Selbstverantwortung haben, der Staat sich um alle kümmert, weil das ist so nicht. Also der Staat kümmert sich nicht um alle. Amen, auf jeden Fall. Ja. Ich habe noch mal eine Rückfrage. Verena hat vorhin Haushalte und Kernfamilien angesprochen. Wenn ich das richtig verstanden habe, wohnst du in einem besetzten Haus in Barcelona, oder? Rückt ihr jetzt noch mal besonders ins Visier von der Polizei? Naja, also durch die Papiere, die mitgeführt werden sollten, ist natürlich schwierig, weil niemand ist natürlich in einem besetzten Haus gemeldet. Aber ich glaube, dass die Besetzerin-Szene auf jeden Fall wahnsinnig privilegiert ist, was sehr vieles angeht, nicht alle, weil nicht alle aus einer weißen katalanischen Perspektive besetzen. Es gibt auch viele besetzte Häuser von und für Menschen, die zum Beispiel keine Papiere haben. Mhm. Aber genau, ich glaube, ich finde es gerade sehr spannend, was den Diskurs um Mietstreiks angeht. Morgen wird in der Regierung beschlossen, was die Maßnahmen für Mieten sind. Aber auch da ist das Interesse nicht in unserem Interesse, sondern da wird über Mikrokredite gesprochen. Da wird über vor allem Entschädigung von Wohneigentümerinnen gesprochen. Sowas wie Menschen oder eher jetzt fällt mir das Wort nicht ein, Immobilienunternehmen, die werden entschädigt. Also Menschen, die drei Wohnungen haben, kriegen 100% der Mieten vom Staat quasi erstattet. Unternehmen, die 8 oder mehr Wohneinheiten haben, kriegen 5% von jeder Wohnung. Und das ist schon eine Frage, die ich mir stelle, okay, ist das, also die staatliche Antwort ist, Mieterinnen müssen sich verschulden, auch wenn es irgendwelche Konditionen zu 0% Zinsen gibt und irgendwie 6 Monate Rückzahl, bla, was auch immer. Aber das entspricht, also es ist eine klassistische Antwort auf die Lage gerade und angesichts der Tatsache, dass die ökonomische Krise nicht eine ökonomische Krise an sich ist, sondern damit zusammenhängt, welche Maßnahmen staatlich ergriffen werden, und die Varianten, die gerade in europäischen Ländern gegeben werden, von zu Hause bleiben, sind nicht die einzigen Maßnahmen, die man ergreifen könnte. Das sind. Nein! Boah, ist das fies! Es ist so gemein. Tja, uns bleibt hier natürlich nichts anderes übrig, als zu warten. Everybody is zooming! Jetzt. Yeah, we hate it. Hallo. Hi, G. Oh Gott, es tut mir leid, ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich schaue es immer wieder raus. Mach doch den Satz noch zu Ende. Wie war der denn? dass die Antworten, die der Staat gerade gibt, nicht die einzigen sind, die denkbar wären, genau. Das heißt, die Wirtschaftskrise wird auch, also die ist produziert durch die Maßnahmen und auch die wird getragen werden von wieder immer denselben Leuten. Also warum reden wir so viel darüber, alte Menschen zu schützen, was unglaublich wichtig ist? Und warum redet niemand über die Menschen, die sich um die alten Menschen kümmern? Vielleicht, weil wir dann darüber reden müssten, dass der Großteil dieser Menschen Frauen sind, weil der Großteil dieser Menschen migrantisch sind, weil der Großteil dieser Menschen Rassismuserfahrungen machen,
und extrem prekär sind. Also ich sehe, wie überall, ich vermute auch in Deutschland, dass gerade eine digital vernetzte, privilegierte Klasse, die irgendwie Homeoffice betreibt und durch soziale Distanz eine erhöhte Sicherheit vor einer Ansteckung hat, gegenübergestellt wird gegenüber einer prekarisierte Klasse, die das meiste Risiko übernimmt. Und dazwischen ist die Polizei. Vielleicht einfach nur nochmal für mich persönlich, aber auch, glaube für unsere ZuhörerInnen, gibt es denn auch irgendwie neue Momente der Solidarität? Also siehst du das auch? Also du hast geschrieben von HausbesetzerInnen-Szene, wo irgendwie Geflüchtete sind. Du hast gesprochen vom Trans-Queer-Feminismus. Gibt es irgendwie neue Momente von Solidarität, von dem gegenseitigen Helfen, von neuen Kämpfen? Also es gibt auf jeden Fall die echte Solidarität und damit meine ich eben ganz klar in Abgrenzung zu der Solidarität, die staatlich propagiert wird, die nationalistisch funktioniert, wo klar ist, wer damit gemeint ist und wer nicht, wo es auch eine sehr große Konkurrenz zu anderen EU-Staaten gibt, wenn Deutschland irgendwelche Atemschutzmasken von Italien einbehält oder den Export von irgendwelchen Atemschutzmasken und Desinfektionsmittel verbietet. Die echte Solidarität gibt es auf jeden Fall. Also es gibt sehr viele Essen-Umverteilstationen und auch sehr viele Antirepressionskassen. Oh, das gibt's doch nicht. Okay, ey, wir warten noch kurz auf G. Antirepressionskassen, schreibe ich mir kurz auf. Man hat immer das Bild, dass er vor einer Telefonzelle steht und immer Geld hinterher schmeißt und dann irgendwie die Münzen ausgehen. Ja. Hey, Antirepressionskassen. Gott, das ist zu verrückt werden. Ich mache jetzt den Punkt noch und dann höre ich wahrscheinlich auf zu reden, weil das ist wahrscheinlich für euch extrem anstrengend. Momente der Solidarität, die gibt es auf jeden Fall. Also es gibt Essen Umverteilstationen, es gibt sehr viele Netzwerke, die informell funktionieren für alle möglichen Arten von Unterstützung. Aber da frage ich mich auch, wie wird das auf eine lange Sicht gehen? Weil es gibt zum Beispiel das Syndikat der Sexarbeiterinnen, die 12.000 Euro gesammelt haben, aber das auch für den ganzen spanischen Staat. Also unglaublich viele Menschen, die davon abhängig sind. Es gibt Hungerstreiks in den Knästen. Und über die ganzen Sachen wird halt im offiziellen mediatischen Diskurs nicht geredet. Und ich persönlich bin ein bisschen gesättigt, wenn ich höre, wie viele Menschen sich über die Entschleunigung freuen, weil ich denke, das ist wirklich nicht das, worum es gerade geht. Ja, vielen Dank für die ganzen Infos und die Bilder aus Barcelona. Massimo, hast du noch irgendwelche Rückfragen? Berina, du? Ich finde es gar nicht anstrengend, dass du rausfliegst, sondern super interessant und schön, dir zuzuhören. Einmal das. Eine Nachfrage nicht. Ich hätte, glaube ich, einen Kommentar zu den Menschen, die gerade die Entschleunigung genießen. Ja, leg los. Ich glaube, also ich finde auch, dass das nicht das sein kann, dass jetzt einige wenige skizzieren, wie wundervoll es ist. Und trotzdem, finde ich, liegt darin eine Chance. Also darin zu begreifen, dass die Welt kann, wenn sie bestimmte Dinge möchte. Also dass es so irgendwie möglich ist, über Zeiten Arbeit auf das Nötigste zu reduzieren. Und die Kritik bleibt natürlich, wie diese Arbeit dann organisiert ist. Da würde ich total zustimmen. Dass es möglich ist, viel weniger CO2 zu verströmen und zu produzieren. Dass es möglich ist, und so weiter. Also es sind, finde ich, ganz viele Dinge, die gerade passieren, die zwar für viel zu wenige verfügbar sind und immer noch auf dem Rücken von anderen passieren und die Kritik bleibt. Und dennoch, finde ich, passiert darin auch ein Aufatmen und es kann darin einen Moment geben, in dem Menschen begreifen, okay, eigentlich mehr davon. Und zwar für alle. Also das muss der logische Schluss sein, dass es dann für alle sein muss und wie wir das organisieren. Und das würde ich mir eigentlich wünschen, dass sich diese Fragen, die sonst so utopisch weit weg klingen, wie es denn wäre, wenn wir alle nur eine 3 Stunden pro Tag arbeiten würden oder eine 4-Tage-Woche hätten, dass diese Aspekte gerade nicht irgendwie im luftleeren Raum stattfinden, sondern irgendwie in Teilen sich ja auch materialisieren. Mit einer radikalen Kritik an der Ungleichheit darin, dabei bleibe ich. Und trotzdem finde ich, ist der Moment des Aufatmens und des Genießens, dass ich meinen Tag selbstbestimmt gestalten kann. Das heißt, vielleicht morgens meinen Sport mache, während ich sonst im Büro hätte sitzen müssen und bis in die Nacht arbeite, weil es mir dann leichter fällt oder so, selbst wenn es so kleine Dinge sind, ist ja erstmal per se nichts Schlimmes, sondern der Zugang, der darauf sozusagen nur wenige betrifft, das ist die Kritik, die ich daran habe. Und genau, ich finde, der Ausblick für ein
gutes Leben für alle ist ja auch irgendwie charmant und wichtig und hoffnungsvoll und muss da bleiben. Ja, genau. Ich gehe nochmal zurück auf diesen Artikel, den ich heute gelesen habe von Fahim Amir. Der hat ja nochmal über so zwei verschiedene Arten des Wartens oder jetzt auch der Entschleunigung, wenn man so will, gesprochen. Ich fand dieses Bild total gut und da denke ich schon den ganzen Tag drüber nach. Er nannte so diese Beispiele der Angler und die Sexarbeiterin, der Angler, der sozusagen wartet, dass der Fisch anbeißt und stundenlang einfach so entspannt und mal entschleunigt und die Seele baumeln lässt, so im Homeoffice. Und die Sexarbeiterin, die eigentlich auf den Freier wartet und weiß, wenn er nicht kommt, gibt es Ärger und Stress, aber wenn er kommt, ist auch scheiße. Und ich glaube, das ist eine andere Art des Wartens und auch der Stilllegung, die jetzt, glaube ich, in dieser Anspannung, die auch schädlich ist und kaputt macht, jetzt gerade sehr viele Leute, die jetzt mit Gewalt festgesetzt werden und stillgelegt wurden, erleben. Also es gibt nochmal so eine unterschiedliche Art auch dieses Wartens oder dieser Entschleunigung. Und dann fand ich nochmal interessant, dass ja für viele Leute Homeoffice eben jetzt bedeutet, auch Homeschooling und sich um Kinder zu kümmern und um alles Mögliche und eigentlich eine Beschleunigung bedeutet, nämlich ein totaler Stress, den man jetzt plötzlich zu Hause hat. Das ist natürlich auch nochmal gegendert. Also wenn man jetzt plötzlich alles Mögliche zu Hause machen muss und sich um 1000 Leute kümmern muss, dann ist es nochmal ein ganz anderer Stress, in den jetzt Leute geworfen werden, die ihre Kinder und ihre Arbeit und alles Mögliche noch handeln müssen gleichzeitig. Sorry, ich würde das nochmal kurz kommentieren. Also ich sehe voll, was ihr meint, aber ich glaube, dass die Perspektive, dass wir warten und dass wir zu Hause sind, ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, dass eine der großen Herausforderungen, vor denen wir stehen, ist, dass gerade niemand die Polizei überwacht, dass massive Verletzungen passieren und dass wir also Arten des politischen Aktivismus finden müssen, die in der Distanz funktionieren, weil gerade unsere Körper auf die Straße zu tragen, was die klassische Art und Weise ist, Politik zu machen, nicht möglich sind. Aber ich glaube, wenn wir zu Hause sitzen und warten, dann haben wir wenig Auswirkungen auf das, was gerade passiert. Ja, da hat er den Punkt noch gefunden. Genau, ich finde, das ist auch absolut kein Widerspruch. Sondern es ist auch genau das, was wir ja auch wollen, auch mit dem Podcast zu überlegen, wie gibt es noch Handlungsspielräume und sich genau dem zu widersetzen, diesem stillgelegt werden. Insofern ist es gar kein Widerspruch, sondern es ist eine total wichtige Ergänzung, die Ginge jetzt eben gemacht hat, zu sagen, also wie kommen wir noch in Bewegung? Da werden wir ja auch in unserem Podcast in nächster Zeit auch viel drüber reden, wie Leute es trotzdem eben schaffen, aktiv zu werden, solidarisch zu handeln, handlungsfähig zu bleiben und auch fähig zu bleiben, zu denken und sich nicht von der Angst eben auch einfrieren zu lassen. Ich muss vielleicht nochmal reingerätschen oder so, aber ich muss wirklich aus meiner Perspektive sagen, mein kompletter Berufszweig liegt gerade lahm und ich habe überhaupt keinen einzigen Moment der Entschleunigung. Es ist eigentlich nur Stress, weil alles abgesagt wird und ich halt einfach nicht weiß, ob ich dieses Jahr überhaupt nochmal Geld verdiene. Also ich gebe Workshops, die fallen natürlich aus oder werden jetzt so langsam digitalisiert, aber vor allem Konzerte finden ja einfach nicht mehr statt oder müssen irgendwie umgedacht werden. Also wir brauchen neue Arten der Kunst, neue Arten auch der Vermittlung von Musik oder also Partizipation an Konzerten. Aber wir brauchen natürlich auch neue Arten des Politischen. Also ich habe heute einen Podcast gehört mit Thilo Jung, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, der wie heißt Robert Habeck, der Bundesvorsitzende von den Grünen, interviewt hat und der hat einfach so in der Mitte des Podcasts mal gedroppt, dass es schon Nachkriegszeit ähnliche Zustände nach Corona geben wird, weil wir nochmal dann in den Wiederaufbau müssen. Und er geht fest davon aus, ich möchte jetzt hier auf gar keinen Fall seine Perspektive als Maßstab nehmen, aber es ist doch interessant, dass so ein Grünpolitiker fest davon ausgeht, dass es eine Wirtschaftskrise geben wird. Und so eine Wirtschaftskrise hat ja auch immer so ihre Implikationen. Es ist auf jeden Fall eine Chance für Emanzipatorisches, aber nicht erst seit Gramsci, schon wieder ein italienischer Philosoph. Was ist denn los mit uns, diesem Podcast und italienischen PhilosophInnen? Naja. Na, wenn es so wird wie in der Nachkriegszeit, dann freue ich mich schon auf die Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen, die wieder den Karren aus dem Dreck ziehen sollen. Genau, aber es ist nicht nur eine Chance für Emanzipatorisches, sondern es ist auch eine Chance für völkisch-nationalistisches Rechtes. Deswegen ist meine Frage so, auf der Suche nach neuen Arten des Politischen, auf der Suche nach neuen Arten der Kunst. G, vielleicht kannst du, was wir noch gar nicht angesprochen haben, auch dazu noch was sagen, weil du ja
Kunstschaffender auch bist, auf der Suche danach, was müssen wir jetzt tun, damit die kommenden Krisen halt Chancen für uns werden? Also was tun, wie finden wir neue Arten des Politischen? Kennt ihr schon Beispiele? Kennt ihr neue Arten der Kunst und Kultur? Ich finde die Frage ganz schön groß. Ich werde sie auf gar keinen Fall beantworten können. was ich auf jeden Fall merke, ist, dass ich sehr spüre, wie verletzlich wir sind, weil allen politischen Aktivismus, den ich gerade mache, funktioniert gerade über Videokonferenzen. Ja. Und selbst verschlüsselte Videokonferenzen nutzen Google-Server. Das heißt, wir sind extrem transparent, wir sind extrem angreifbar. Zusätzlich zu der Tatsache, dass mit der Ausrede von dem Virus gerade unsere Telefondaten genutzt werden, um uns zu lokalisieren. Ich mache mir eher Sorgen, vor allem weil es gibt ja Fälle, wie ich glaube, das ist sogar in Berlin, das Syndikat soll geräumt werden. Jetzt ist eine Proteste gegen Zwangsräumung aber nicht mehr erlaubt, weil mehr als 50 Menschen nicht zusammenkommen können. Mhm. Also ich glaube, ich habe da keine Ideen. Ich beobachte eher nur Sachen, die mich zum Nachdenken bringen. Und genau. Okay. Berena, du organisierst ja konkret was mit der IL, oder? Was im digitalen Raum stattfindet. Ja. Ist es eine neue Art des Politischen? Ich würde zwei Antworten geben. Einmal sozusagen auf die, also so Chancen und Dystopien und so, auch was Kunst und sowas angeht, und dann nochmal sozusagen, wie wir praktisch arbeiten. Ja, leg los. Also, was ich, es geht mir gar nicht darum, Leuten die konkrete Not, die gerade passiert, und die ist ja ziemlich weitreichend, also selbst wenn Menschen mehrere verschiedene Sachen gelernt haben, Beispiel, Erzieherin sind und MusikerIn, fallen halt auch beide Kompetenzen in Anführungszeichen, Qualifikationen im Jobbereich weg, und das ist total maßgeblich und strukturiert den Alltag und auch eine Not, die einfach völlig ungeklärt ist noch, und das ist ein Problem, genauso wie das Unklare, was danach ist, weil ich auch da sozusagen die Krise, die danach folgt, ist ja auch eine, die einer kapitalistischen Logik entspricht und gar nicht notwendig da sein muss. Das Geld ist ja nicht verschwunden. Es kursiert nur nicht auf eine Art und Weise, die sozusagen einer kapitalistischen Verwertungslogik entspricht. Und was wir ja auch sehen, ist auf einmal, dass es sozusagen Streaming, also so ganz viel gestreamt wird, was natürlich nicht dasselbe ist, wie im physischen Raum, aber zum Beispiel auch Museen begehbar sind und Sachen gegen Spenden performt und dargeboten werden, wo ich halt denke, spannend. Auf einmal sind auch ganz andere Bereiche der Kultur zugänglich für andere und mehr Menschen. Also Bibliotheken werden frei zur Verfügung gestellt. Und das meine ich, glaube ich, mit dem, wenn ich sage, spannend, was auf einmal möglich ist. Und das darf halt keine Krisenlösung sein. Ich glaube, das ist gerade das Spannende, dass wir sozusagen ganz viel Notlösung gerade schaffen, wo es ein Teil des Kampfes ist, die nicht der Not nur als Lösung zu behalten, sondern zu sagen, bringt doch klar zum Vorschein, wie es einen Zugang zu einem besseren Leben für viele ermöglicht und viel, viel mehr ermöglicht. Und das ist, glaube ich, eine der Baustellen für mich aus so aktivistischer Sicht. Dann zu der Frage, wie Aktionsform oder wie politische Aktivität aussehen kann in jetzigen Zeiten. Ich treffe auf ähnliche Schwierigkeiten, wie Jin schon beschrieben hat, und finde auch immer wieder diese ganzen Datengruselgeschichten erschreckend. Ich hatte auch, das hatte ich auch schon mal gesagt, irgendwo zwischen dieser vermeintlichen Entschleunigung und Telefonkontaktstress. Ich finde das total irritierend. Aber ich bin durchaus der Meinung, dass es Möglichkeiten gibt, den öffentlichen Raum weiterhin für sich zu beanspruchen, dass es auch unsere Aufgabe ist. Natürlich ist es bisher so gewesen, dass wir uns in unseren Verletzlichkeiten und Verwundbarkeiten auf die Straße gegeben haben und dass es gerade für viele von uns noch eine größere Verwundbarkeit und Verletzbarkeit heißt. Aber warum nicht, wie eine Genossin aus Frankfurt beschrieben hat, mit Schutzmasken und Handschuhen und genug Abstand auf die Straße gehen. Warum nicht, wie es jetzt zum Beispiel geplant ist, von der Seebrücke am 5.4. Aktionen starten, indem man zum Beispiel mit Farbe arbeitet. Es gibt jetzt schon ganz viele Aktionen, wo Leute irgendwie Fotos machen und den digitalen Space irgendwie damit versuchen zu fluten oder Transpis raushängen. Mhm. Es gibt dieses
klatschen und so weiter. Also es sind Versuche da, unabhängig davon, was man davon halten mag. Und ich glaube, da sind wir einfach, ist es unsere Aufgabe, jetzt gerade nach weiteren Formen zu suchen. Und ich glaube, die gibt es. Also ich glaube, dass es Performances im öffentlichen Raum geben kann, dass es auch im digitalen Raum blockieren und ähnliche Sachen geben kann, an digitalem Aktivismus, was es auch schon in den 80ern und 90ern gab, Seiten zu stören. Ich glaube, dass wir Wege finden werden und müssen und dass es eine gute Herausforderung ist, weil sie sowohl bestimmte Vulnerabilitäten auf einmal mitdenkt, als auch für Zeiten, die sich weiter zuspitzen, unabdingbar ist, dass wir uns diese Möglichkeiten irgendwie nehmen. Das können gebastelte Sachen sein, Figuren zu Hause. Ich bin da noch nicht am weisheitsletzten Schluss und auch noch nicht glücklich damit, aber ich finde es eine Perspektive, die Lust bereitet, sich zu überlegen, okay, womit eskalieren wir als nächstes? Genau. Heißt ja im Grunde genommen aber auch erstmal, dass wir diesen biedermeierlichen Hashtag Stay the Fuck Home zumindest aus unseren Köpfen mal rauskriegen müssen und eben versuchen, da in Bewegung zu kommen. Natürlich mit den gebotenen Sicherheitsmaßnahmen. Man muss es immer dazu sagen, eigentlich müsste man es auch nicht dazu sagen, weil es ist eh klar. Aber trotzdem, weil ich meine, es ist kein Zweifel, was gerade passiert. Es ist eigentlich eine Traumvorstellung der Rechten, gerade gesellschaftlich. Also da muss man gar nicht nach Polen oder Ungarn gucken, wo jetzt die Demokratie eigentlich ausgesetzt wurde oder abgeschafft, sondern eben auch hier der Rückgriff auf autoritäre Sicherheitspolitiken, Durchsetzungsinstrumente, die innere Sicherheit, dass die Flüchtlinge jetzt vergessen werden, die Flüchtlingshilfe ausgesetzt wurde, dass die Nationalstaaten jetzt wieder die einzige politische Referenz sind, dass die heteronormativen Familienmodelle jetzt wieder so zentral werden. Die Frauenhäuser sind voll, das heißt sozusagen die antifeministische Gewalt ist im vollen Gange. Also es ist eigentlich der Traum der Rechten, der gerade passiert. Und wie kann man sich eigentlich dem entgegensetzen? Und das hast du ja auch gesagt, was man da alles machen kann. Und es ist aber auch klar, dass es noch nicht so richtig das Richtige eingefallen ist und dass wir da eben auch nochmal nachdenken müssen und da vielleicht auch nochmal mehr Fantasie entwickeln könnten, als was uns jetzt gerade tatsächlich auch einfällt. Okay, dann ist es wohl meine Aufgabe, das Ganze zu beenden und zu sagen, vielen, vielen, vielen Dank an euch beide, G, Berena, dass ihr mit dabei wart. Es war wirklich sehr, sehr spannend, was ihr erzählt habt. Brennt euch noch irgendwas Letztes, wie sagt man, auf der Seele, auf der Zunge? Ich hätte noch einen Nachtrag, den ich vorhin, glaube ich, vergessen habe, vor lauter aus dem Konferenzraum rausfliegen. Leg los. Ich glaube, dass wir auf jeden Fall nicht vergessen dürfen, dass die Antwort auf die Krise aus einer feministischen Perspektive kommen muss, weil diese ganze Kriegsrhetorik und wie gerade überhaupt umgegangen wird, ist, finde ich, extrem patriarchal. Und dass Polizei und Militär nicht gegen das Virus machen können, sondern Solidarität und Care-Arbeit. Das wollte ich gerne noch loswerden. Geil! Gut, und dann ist er weg. Krasser Scheiß, Mann. Ja, die Bombe gedroppt und dann auch das Telefon. Gut, wollen wir es einfach an der Stelle beenden? Können wir, ja. Das ist ja jetzt, es ist ja nicht nur ein Podcast und so ein Gespräch, weil wir das Gefühl haben, wir haben der Welt was zu sagen, sondern es geht ja wirklich, ich will mit euch kämpfen, ich will mit euch weiterdenken, ich will mit euch weitergehen, ich will mit euch verbunden bleiben und egal auf welche Art und Weise, das war jetzt eins davon und ich möchte immer wieder und weiter Wege danach suchen, wie wir uns darin verbünden und uns im Blick und im Arm halten können. Vielen Dank. G, wir beenden gerade das Gespräch. Vielen Dank auch an dich nochmal. Okay, tschüss. Tschüss.